Ja, hallo zusammen. Die Hitze hier drin passt ganz gut zum Text, weil es in einem sehr heißen Sommer spielt. Fahrt ans Meer. Ein Bus ist auf dem Weg ans Meer. Es handelt sich dabei um einen VW-Bus mit 8 Sitzplätzen und das Meer ist die Nordsee. Ich sitze auf der Rückbank. Ein etwas heftigerer Schunkler des VW-Busses reißt mich aus meinem alkoholgeschwängerten Schlaf. Wir kommen generell nur langsam voran. War vielleicht nicht so eine gute Idee, am ersten Ferienwochenende in Niedersachsen durch Niedersachsen durch ans Meer zu wollen. Ab und zu wird die langsame Fahrt durch Staus unterbrochen. Was dazu führt, dass es der alte VW-Bus natürlich ohne Klimaanlage noch mehr aufgeheizt wird. Keiner von uns 8 Jungs hat sich übrigens heute Morgen geduscht. Und alle haben noch die gleiche Kleidung wie gestern an. Wechselkleidung hat auch niemand dabei und nur 2 Handtücher für alle. Mehr waren im angemieteten Sportheim nicht vorhanden. Alles fing damit an, dass Ralf gestern seinen 22. Geburtstag in eben diesem Sportheim feierte und dann um 3 Uhr morgens völlig unerwartet das Bier ausging. Und ich versprochen hatte, ihn spätestens 30 Minuten Biernachschub zu bringen, sonst dürfe sich Ralf was wünschen. Ich habe es nicht geschafft. Ich war 5 Minuten zu spät mit dem Bier wiedergekehrt und Ralf, der alte Korinthenkacker, bestand natürlich auf seinen Wunsch. Ich will heute im Meer baden. Angebote an ihn, ihn nach Hause zu bringen, ihn in seine Badewanne zu legen, Wasser einlaufen zu lassen, ein paar Packungen Salz auf ihn zu verteilen, dass mir dann ganz laut alle Westerland singen, lehnte er verärgert ab. Und so sind wir seit 4 morgens unterwegs Richtung Nordsee. Es ist nun Mittagszeit, wir stehen fast im langsam fließenden Verkehr und ich habe einen höllischen Kater. Bis gerade eben habe ich ja die Busfahrt halbwegs genutzt und geschlafen. Aber jetzt bin ich wach. Und die Kopfschmerzen meißen sich von innen durch meine Schädeldecke. Mein Mund ist ausgetrocknet und erinnert geschmacklich an etwas im fortgeschrittenen Verwesungsprozess. Ralf antwortet mir, bevor ich die Frage überhaupt stelle. Die letzte Wasserflasche habe ich vorhin ausgetrunken. Es ist heiß. Sehr heiß. Es ist ja okay, das ist ja schließlich auch Hochsommer und da darf es auch 30 Grad sein, sonst würde der Plan, an die Nordsee zum Baden zu fahren, ja auch irgendwie keinen Sinn machen, aber dieses ständige Stop and Go und dann diese Hitze. Als endlich die nächste Autobahnraststätte in sich kommt, bin ich überraschenderweise aber der Einzige, der dort halten möchte. Der Tank sei doch noch voll, kommt es vom Fahrer Thorsten. Und alle anderen schnarchen vor sich hin. Schließlich steigen nur Ralf und ich aus, um uns teures Wasser in der Tanke zu kaufen. Als Ralf und ich auf dem Rückweg zum Bus sind, kommt in mir noch das Bedürfnis nach einem Toilettengang auf. So gebe ich Ralf mein Wasser und eile Richtung Klo. Komme schließlich mit neuem Elan und etwas zu viel Schwung aus dem Toilettenbereich, sodass ich in der Fahrbahn zur Tankstelle stehe. Aber nur kurz. Dann springe ich gerade noch rechtzeitig zurück, sodass der vorbei heizende Bus mir nicht über den Fuß fährt. Auch ein VW-Bus. Sind schon toll. Da kann man dann in große Gruppe reisen. Der hat auch die gleiche Farbe wie unserer. Aber die Dinger gibt's ja auch zu tausend in der gleichen Ausstellung mit Antenne am Dach, einem Dachgepäckträger und einer Schramme am linken Kotflügel vom Auspacken bei... Nein! Ralf! Thorsten! Ralf! Habt ihr mich vergessen? Hallo? Die fahren gerade auf die Autobahn auf. Die können mich doch jetzt nicht zurücklassen. Ralf! Bist wohl eingestiegen, hast du Thorsten am Steuer aber nicht gesagt, dass man vielleicht auf mich warten könnte. Verdammt! Ralf! Thorsten! Ralf! Wir kommen aber nicht schnell voran. Der Verkehr ist richtig zähflüssig und beginnt sich da vorne schon wieder tatsächlich zu stauen. Und so laufe ich los. So schnell ich Couchpotato es halt schaffe. Biege in die Autobahn ein und laufe auf der Standspur und mit LKW-Fahrern vorbei. Bin schneller. Bin jetzt schon völlig fertig. Ein Seitenstechen gesellt sich zu meinen pfeifenden Lungen und meinen schmerzenden Waden. Ich muss wirklich mehr trainieren. Noch so 300 Meter, dann bin ich am Bus. Warum dauert denn es jetzt wieder länger, bis ich an einem LKW vorbei bin? Der Stau löst sich. Die Autos werden wieder schneller. Ich kann doch jetzt nicht mehr zurück. Ein kleiner Polo mit riesigem Wohnanhänger ist auch auf der LKW-Spur unterwegs und will gerade an mir vorbeifahren. Und in dem holländischen Auto ist tatsächlich neben Mann und Frau auf dem Vordersitz nur ein Kind auf dem Rücksitz festgeschnallt und zum Glück auf der linken Seite. Sodass ich rechts die Türe öffnen kann und durch einen Sprung ins Innere mich lächelnd als neuer Mitfahrer vorstellen kann. Sie sprechen mich auf Holländisch an, ich sie auf Deutsch. Schweigen. Sie haben also anscheinend nur keine oder mangelnde Deutschkenntnisse. Na dann, jetzt mal typisch deutsch wirken und dazu offiziell. Zieh meinen Geldbeutel aus der Tasche und hole, die Zutrittskarte der Arbeit mit diesem Bild in der Ecke. Wird schon reichen. Ich halte den Ausweis allen drei vor die Nase.
auch dem Kind. Schaue dabei ernst und eiskalt und rede dann etwas von einer Polizeiaktion und dass man mich unterstützen müsse. Werfe dann noch so allgemeinverständliche Begriffe wie ich hoffe ein, so Terror, Notstand, Anschlag, Islamisten, Nazis, Atombomben, Giftgas, Krieg. Irgendeinen Teil meines Ansprache haben sie so verstanden, wie ich wollte. Schließlich haben sie tiefe Sätze in ihren Gesichtern stehen und der Familienvater fährt einfach weiter. Dann setzt aber plötzlich den Blinker, fährt auf den Standstreifen, hält an und steigt aus dem Auto aus. Mist. Jetzt kommt er gleich rum und zieht mich wahrscheinlich aus dem Auto. Der Holländer aber hängt seinen Wohnwagen ab, steigt wieder ein und gibt Gas. Und so dauert es nicht lange, bis wir mit 150 Sachen eingeschalteten Wandlinge und Dauerhupen auf dem Standstreifen fahren, den Bus meiner Kumpels rechts überholen und weiterfahren. Wie erkläre ich denn jetzt dem Holländer, dass er anhalten soll? Da vorne staut sich's auch schon wieder, das wäre perfekt. Der Holländer macht mich plötzlich auf ein Fahrzeug aufmerksam, das 4 Meter vor uns auf dem Standstreifen steht. Genau zu diesem Fahrzeug muss ich. Gut gemacht. Deutschland steht in ihrer Schuld. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Kurz vor dem Auto zeige ich ihm wild gestikulierend an, dass er anhalten soll. Als ich aussteige und sehe, wer da neben dem Fahrzeug steht, muss ich kurz lachen. Es stehen dort nämlich 2 Männer. Einer mit Glatze, schwarzen Stiefeln und einem Holzwerkzeug in der Hand, das man auf dem ersten Blick auch sicherlich als Baseballschläger halten könnte. Und der 2. Mann mit schwarzen, buschigen Vollbart und dieser recht ausgebeulten Jacke, da vermutet er jetzt sicherlich einen Sprengstoffgürtel drunter. Ich schaue zum Auto des Holländers zurück, der sich gerade wieder auf die LKW-Spur einfädelt, dabei panisch dreinblickt und innerlich entweder Hilfe Nazis oder Hilfe Islamisten brüllt. Der nun wieder im Schritttempo vorbeifahrende Verkehr zieht an mir vorbei. Als der Bus meiner Kumpels an mir vorbeikommt, öffne ich die nicht verschlossene Schiebetür, steige ein, setze mich hin und lasse die Schiebetür dann geräuschvoll zuschlagen, sodass alle aufwachen. Ich schließe meine Augen und während ich einschlafe, bekomme ich noch mit, dass alle wild diskutieren, wer denn jetzt gerade die Tür auf- und wieder zugemacht hat.